Was ist das denn nun schon wieder? Werdet ihr euch jetzt sicherlich fragen. Raining Blood, das Cover sieht so aus wie ein japanisches Zombie-Kettensäger-Segen-Massaker mit Schulmädchen. Und ganz so extrem ist es allerdings nicht, nein. Also es ist schon noch crazy shit, wie es vorne auf der Packung steht. Das kann man schon noch dazu sagen. Aber hierbei handelt es sich einfach nur um ein Triathlon, ja, der in Tokio spielt und bei dem eben mehrere Leute mitmachen, die von einem sportbesessenen, sehr reichen Psychopathen dazu gezwungen werden, an einem mörderischen Triathlon teilzunehmen. Also dieser Herr erpresst sie quasi mit ihren Verwandten, also die wurden halt entführt und man kann sie halt nur retten, wenn man an diesem Triathlon teilnimmt. Und jedem Teilnehmer wurde eben ein merkwürdiges Buch zugeschickt, also ein Roman, in dem der eigene Name drin steht, also in dem sie quasi die Charaktere sind, kurioserweise. Und dort können sie eben nachlesen, was sie als nächstes zu tun haben. Ja, also wieder ein sehr abgefahrenes, auch sehr spannendes Konzept aus Japan. So, und dann könnt ihr euch ja vorstellen, also wenn da ständig irgendwelche Ansagen gemacht werden, dass sie sich auch untereinander kappeln. Und ja, also ein paar Bikini-Bräute gibt es natürlich auch. Der Spaß ist also garantiert. So, hier unten seht ihr schon die Tonformate und Bildformate. Also TTS HDMA 5.1. Bildformat 16:9, 2,3, 5:1. Ja, ist ein bisschen widersprüchlich. Also, na, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Also der Film läuft tatsächlich 105 Minuten, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es in 2,35:1 oder in 16:9 ist. So, also eines Tages wird eben dieser. Also das Coole an diesem Film ist eben wirklich, das sind wirklich die abstrusen Ideen, wie die Leute dort eben umkommen. Also dort montieren die sich eben auch Armbrüste an die Hände, beziehungsweise Klingen an die Schuhe und üben halt die unterschiedlichsten Sportarten aus. Und versuchen sich dann eben gegenseitig zu stoppen bzw. auszubooten. Ja, also da fliegen halt die Köpfe durch die Gegend und fließt halt das Blut in Strömen. So, das Innere der Box ist relativ simpel gehalten. Also wir können auch nochmal schauen, ob es ein Wendecover gibt. Und ja, also sieht tatsächlich so aus. Es gibt ein Wendecover, sehr schön, ohne FSK-Logo. Und das Ganze ist natürlich auch uncut. Ja, also sehr witzig aufgemacht. Plus, was mir aufgefallen ist, die Synchronisation ist unter aller Sau. Also das ist halt der Punkt, der einen dazu verleiten lässt, die Originaltonspur zu hören. Das kann ich halt nur jedem empfehlen, weil insbesondere die Männerstimmen sind teilweise überhaupt nicht gelungen. Gut, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Viel Spaß noch. Bye bye.